Hallo und herzlich willkommen zurück beim 1-on-1-Turnier. Jetzt an der Reihe Glumbold gegen Balu. Nach der Niederlage ist er wahrscheinlich emotional nicht zu hart angeschlagen. Man muss sagen, dass beide Spieler von einer Niederlage in dieses Spiel gehen. Und es wird sehr spannend zu beobachten sein, wer die Niederlage besser verkraftet und weggesteckt hat. Oh, wie es aussieht, hat Balu schnell seine Form wiedergefunden nach der Niederlage. Und der Ball rollt weiter. Glumbold schön von der Linie gekratzt. Er macht seinem Spitznamen Titan einfach alle Ehre. Das, ja, wenn er auf der Linie ist, dann ist er fast unüberwindbar. Balu sieht seine Chance im Verteidigen. Wird den Ball gleich rausspielen, hundertprozentig. Und Glumbold macht ihn rein über den Kopf des Keepers. 25 Sekunden hat es gedauert, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und es steht schon 1-0. Wahnsinn, Wahnsinn. Dieses Match verspricht spannend zu werden. Es ist ja, ich bin atemberaubend, wird dieses Spiel, habe ich das Gefühl. Ich bin von diesem Match. Was? Ich erwarte viel. Und das 2-0, was ist in 3 Sekunden? Aus dem Nichts vor allem. Einfach Wahnsinn. So Abschlag, sag ich schon. Ich meine Anstoß. Man sieht direkt, dass es Profis sind. Ich meine, die Niederlagen abgeschüttelt und geben ein Spiel der Extraklasse wieder. Da gehen wir mal direkt in die Perspektive von Glumbold und sehen 2 Schüsse aufs Tor, 2 Tore. Das ist bis jetzt überragend. Zusätzlich Weltklasse. Eine Rettung. Herr Nagel, Sie können ruhig sagen, Weltklasse. Ja, also es ist auf jeden Fall Weltklasse. Und der Ball ist immer noch heiß. Ich habe das Gefühl, er möchte seine Favoritenrolle gerecht werden. Nicht nur in diesem Spiel, sondern sie auch für das ganze Turnier wieder erlangen. Oh, aber das schaffen wird, ich meine, nach diesen überragenden Spielen, die wir gesehen haben. Das ist eben genau die Frage, die er sich wahrscheinlich auch stellt. Da muss er mehr bringen, da muss er einfach mehr bringen. Da müsste es jetzt schon 3-0 stehen, da könnte er. Oh, und Balu setzt zum Konter an, seine gefürchteten Konter. Aber einfach an der Mittellinie sofort wieder vom Ball getrennt. Und dann geht es auch schon wieder in die andere Richtung. Den Angriff in Keim erstickt. Das zeichnet Glumbold aus. Und dann jetzt, das... Jetzt hat er sich einen Patzer gegönnt. Und Balu schießt das Ding rein! Da ist der Anschlusstreffer! 2-1. Wird das nochmal spannend? Da wechseln wir direkt die Perspektive von dem Loser weg zum Anschlusstreffer. Und da sehen wir einfach, wunderschön gemacht. Die Leute sind einfach ihr Geld wert. Das kann man einfach nicht anders sagen. Die wissen genau, wann sie den Ball spielen müssen und in welche Richtung der rein muss. Aber meisterhaftes Dribbling. Und er könnte. Oh, Foul. Da verschafft sich einfach Glumbold einen unfairen Vorteil, indem er einfach nur auf den Gegner geht. Ball nicht in der Nähe. Das spielt dabei überhaupt keine Rolle. Einfach nur den Gegner wegrammen. Glumbold versucht jetzt wieder mit unfairen Mitteln. Schön rausgespielt. Das hat er einfach sehr gut gelöst. Ja. Also nach der schmichigen Niederlage hat Balu einfach gedacht, jetzt oder nie, jetzt muss ich liefern. Jetzt muss ich ihn nochmal auspacken. Und Glumbold zeigt auch einfach, warum er der Titan auf der Linie ist, aber im Sturm, da hapert's bei ihm einfach. Jetzt nochmal von Balu, eine schöne Aktion. Da ist er einfach wieder dazwischen. Da war einfach der Torjubel schon zu zeitig. Ja, das ist anzunehmen. Und er spielt den Ball selbst nach vorne zu seinem Tor, was hat er denn vor? Wir dürfen gespannt sein, aber wie gesagt, das sind Vollprofis am Werk, also. Das ist auf jeden Fall eine sehr heikle Geschichte gewesen, die er da versucht hat, aber es ist ja alles gut gegangen. Und jetzt war der Ball noch heiß. Jetzt wird es spannend zu sehen sein. Der Ball noch schwer am Kommen, muss ich sagen. Jetzt den Ball kurz weggeschnibbelt. Auf der Linie. Wird er ihn rausspielen? Oh. Oder gibt der Glumbold die Möglichkeit, das 3-1 zu schießen? Da will er ihn mit der Hacke machen. Aber wer so hochnäsig in dieses Spiel geht, nee, das wird dann auch einfach mal nicht belohnt. Er nimmt sich gerade jede Freiheit, die er hat, der gute Balu. Und er visiert... Also dieser Glumbold, der visiert nur den Gegner an. Man sieht hier immer auf das Heck des Gegners schon wieder. Das ist einfach... Unfaire Vorteile will er sich verschaffen. Mit unfairen Mitteln. Es ist einfach kein fairer Spieler, muss man einfach sagen, wie es ist. Da könnte man jetzt natürlich sagen, wer es nötig hat. Aber... Und jetzt wird er doch reingespielt und er wird leider belohnt für seine aggressive Art. Ja, das ist... Sowas sollte nicht belohnt werden. Und das wird ihn hoffentlich auch nochmal in den Arsch beißen im Laufe dieses Turniers. Ich finde auch, dass es dafür Respektpunkte verlieren sollte. Ich meine, bei den Fans ist es schon unten durch. Man sieht auch, ich schwenke mal kurz Richtung Publikum, da ist niemand. Niemand schaut sich dieses Spiel an. Ja, und das ist der Hauptgrund ist dafür, ist Glumbold.
Jetzt vielleicht nochmal den Ball schön rausgeschnippelt von Balu, zurückgespielt von Glambold. Da leistet sich ein Patzer nach dem anderen. Balu muss bloß jetzt die Coolness bewahren. Jetzt die Coolness. Balu jetzt schön. Hat er ihn nicht richtig rumbekommen? Den abtropfenden Ball jetzt nochmal. Oh. Fast, liebe Leute. Wir sehen hier einen Balu der Extraklasse. Der Mann hat gelernt. Jetzt gibt es sogar ein Pressing. Unfaires Pressing. Es war einfach ein Pressschlag zwischen den beiden Autos. Jetzt nochmal schön rausgespielt von Balu, fast reingesemmelt, aber er weiß genau, wann er ihn spielen muss und zu welcher Richtung er ihn. Jetzt vorgespielt! Er weiß einfach genau, was er tut. Ja, also. Der Mann ist einfach ein Goalgetter. Jetzt könnte er seine Chance nutzen. Nochmal. Kammer. Ja, Sekundenbruchteile zu spät, Kammer. Er wollte aber auch nicht den anderen in die Parade fahren. Das ist ja vollkommen okay. Hätte Glambosch wieder drauf geschissen. Ja, der hat's einfach. Der sieht ein Ziel und dann wird's weggerammt. Jetzt soll er vielleicht den Ball nochmal rausspielen. Schöne Sache. Aber ich glaube, dieses Spiel, also die Hinrunde, ist erstmal gelaufen. Ja, das ist anzunehmen. Beim 3-1. Ich glaube, Balu hat seine Form jetzt gefunden. Das könnte tatsächlich sein. Leider ist er zu spät ins Spiel gestartet. Jetzt nochmal ein schöner Angriff von Balu. Schöne Sache. Springt leider deutlich daneben. Er kriegt ihn einfach nicht rumgezogen, diesen Ball. Aber er ist noch da. Das ist schon mal viel wert. Er zeigt Präsenz auf dem Feld. Er zeigt einfach Glambold jetzt noch Lebenszeichen. Mal mit einer schönen Einlage und da war es doch zu spät. Aber das Spiel ging nur 3-1 aus. Und da kommt ein gut gespielt. Was für ein fairer Sportsmann. Wahnsinn. Ich möchte mich in aller Form bei diesem Spieler bedanken, dass er hier spielt, dass er uns mit seiner Präsenz teilhaben lässt. Und uns mit seiner Präsenz beehrt. Eindeutig der Sieger der Herzen. Ja, das kann man so festhalten. Guter Manni. Manni Breutmann. Ja. Wir sind bereit, wie die Kommentatoren, und sind noch nicht fertig. Hansi Köper, was sagen Sie denn zu dieser wunderbaren Hinrunde? Ja, also man muss sagen, nachdem Glambold ja als haushoher Favorit in dieses Spiel gegangen ist, hat er sich doch relativ schwer getan und Balu hat gezeigt, dass er halt keine Laufkundschaft ist. Und das wird dieses Rückspiel jetzt richtig spannend machen. Man muss aber auch sagen, dass Balu jetzt später ins Spiel hineingefunden hat. Vielleicht zeigt die Rückrunde jetzt doch einige Überraschungen. Wenn er diesen Schwung der letzten Minute eigentlich, muss man sagen, mitnimmt in dieses Spiel, dann verspricht das wirklich hochspannend zu werden. Sind Vollprofis, die wissen genau, was sie tun. Aber die lassen sich auch nicht von. Und da klingelt sofort die erste Kiste. Das kann passieren. Ich meine, beim Anschlusstreffer schlecht angekommen, kurz vorbeigeschlänzt. Da muss man aber einfach sagen, dass das natürlich nicht gut für die Psyche ist, ne? Direkt nach 5 Sekunden direkt ein Gegentreffer. Das zieht die Moral und dann macht er noch ein Rückwärtssalto. Einfach. Wie gesagt, Herr Köper, das sind Profis. Die wissen genau, wie sie mit ihrer Moral zu handeln haben. Jetzt den Boost nochmal schnell geschnappt. Es den Ball ist rausgespielt, damit Glambold keine Chance hat, den reinzusetzen. Es ist Balu auf jeden Fall zu wünschen, dass er seine Nerven jetzt in den Griff bekommt. Nochmal zeigt, ich bin noch da. Ich mach's dir nicht so einfach. Weil das ist ja das, was wir alle sehen wollen. Wir wollen spannende Spiele. Wir wollen einen Balu an der Extraklasse sehen. Oder und da hält er ihn! Schönes Spielchen. Sehr schön gemacht von atemberaubende Parade. Und jetzt hat er die Möglichkeit. Aber er verfehlt. Am letzten Moment. Da war der Druck einfach zu groß. Kann man nicht anders. Das kann man einfach nicht verschönigen. Aber Glambold zeigt sich auch von seiner besten Seite. Fährt einfach jeden zweiten Ball. Den Druck echt nicht unterschätzen, wenn man allein am Ball ist. Ja, dafür muss man einfach schon. Kopf gelegt. Unfaires Pressing von Glambold, ganz klar. Den Ball vorgelegt, schöne Sache. Jetzt wird doch nochmal rangespielt. Und der Körper hier. Und da ist er drin! Ausgleich! Ich halte mich hier am Stuhl fest, Herr Köpper. Ich kriege mir nicht mehr ein. So eine Chance. Also Manni, wir sind doch per Du. Das ist Wahnsinn. Also in meinen 30 Minuten als Sportkommentator habe ich sowas noch nicht erlebt. Es verspricht jetzt auf jeden Fall nochmal spannend zu werden. Die Spannung ist zum Zerschneiden. Ja, zerschneiden, genau. Man könnte die Spannung zerteilen und verteilen. Jetzt nochmal den Ball kontrolliert. Schönes Passspiel, schönes Dribbling. Jetzt vorbeigehackt.
Glambold die Chance gegeben. Die Öffnung ist da. Glambold versucht einen reinzubauen und abgewehrt. Da klärt er ihn einfach ganz locker. Klasse Keeper. Aber der Konter, der wollte nicht so recht gelingen. Jetzt muss er schnell wieder zurückeilen. Und jetzt könnte es schwierig werden für Balu und spielt er. Nein, leider zu spät. Den hat er. Den hat er auch einfach abgewichst in die Ecke gelegt. Da ist, ja, man muss aber auch sagen, es ist noch Zeit. Es ist noch Zeit, noch mehr als die Hälfte des Spiels ist zu spielen. Ich möchte nicht behaupten, man kann sich das erlauben, aber es ist noch Zeit. Vielleicht hat er einen Plan, vielleicht verfolgt er einfach eine Devise. Wir werden es auf jeden Fall jetzt sehen noch mal den Ball und verfolgen. Oder, ja, also langsam, zu viele Tore sollte er ihn doch nicht Vorsprung geben, sonst wird es echt knapp. Man muss auch sagen, der Glambold scheint sich in einen Rausch zu spielen. Und dann ist er ganz schwer zu verteidigen und zu bespielen. Ja, Glambold ist natürlich auch ein Weltklasse-Spieler. Ich meine, die Statistik spricht für ihn. Letztes Spiel hat er zwar verloren, aber es war dennoch. War chancenreich, hat sich viele Chancen rausgespielt. Seine Karriere als Topspieler ist ihm gewiss und. Naja. Was soll man dazu noch großartig sagen? Das ist ein zwei Topspieler auf dem höchsten Niveau und. Man muss auch sagen, das ist natürlich das erste große Turnier zwischen den beiden, weil es geht um einen Euro. Ja, das hat keiner. Spielt bei so einer Summe extrem viel Rolle. Ja, es hat einfach noch keiner diese Situation gehabt, wo es um so viel geht und dass dann mal die Nerven flattern können, das ist ganz klar, vor allem bei so jungen Spielern. Ja, genau. Also die Psyche ist da wirklich, sollte man nicht außer Acht lassen bei so einer Summe. Der Ball ist frei. Ball wird von niemandem angespielt. Freier Ball. Vielleicht für Balu jetzt doch mal die Chance. Er könnte jetzt nach vorne spielen, schnell nach vorne. Aber da wird er einfach wieder weggecheckt. Er händelt ihn aber in der Luft den Ball weiterhin. Jetzt ein Bandenspiel. Und Balu vielleicht jetzt. So knapp, aber. Er zieht seine Chance. Ja, und da ist er aber drin. Da ist er. Ganz souverän verwandelt. Wenn er so eine Chance bekommt, dann macht er die in 3 von 10 Fällen auch. Ja, normalerweise macht er die auch. Ja, wie sagt denn 3 von 10 Fällen, dann ist sie drin, ne? Normalerweise nimmt er solche Dinge als Geschenk, aber wer weiß, was heute mit ihm los ist. Vielleicht hat er einen schlechten Tag. Alles ist möglich. Jetzt den Ball nochmal scharf angespielt. Glambold hat ihn drüber gelupft und das sieht auch schon wieder. Macht einen souverän rein. Also, ja. Ganz normale Klasse, wie man es von Glambold kennt. Da muss man jetzt so sagen, das Spiel ist jetzt innerhalb der letzten 30 Sekunden, 40 Sekunden absolut für Balu aus dem Ruder geraten und... Ja, er hat seine Form nicht halten können im Spiel von davor und deshalb... Ja, jetzt wieder ein Spiel zurückzufinden, 2 Minuten Restspielzeit ungefähr, das wird natürlich ganz schwierig... Aber Balu ist auch bekannt, dass er nochmal einen reinhaut, wenn es knapp wird. So, ich hab ein Standbild. Ja, da kommen die Ausreden aus dem Hintergrund. Das war einfach Balus Präsenz, die einfach zugeschlagen hat und rübergelupft und rein das Ding. Da wurde er einfach übermütig und dachte, den halte ich einfach mal auf der Linie, ist kein Problem. Noch 3 solche Sachen und das Spiel wird knapp. Balu vielleicht jetzt nochmal am Start. Er ist wieder in Ballbesitz in der Gegnerhälfte. Und der Ball ist vorne und Balu vorbeigefahren, das ist nicht so gut. Jetzt nochmal schön ausgespielt. Schön ausgespielt, sehr schön. Jetzt muss er nur noch Richtung Tor bekommen. Ah, da fährt er leider vorbei. Ja, ist einfach. Die Ideen sind gut, aber die Umsetzung ist. Die Chancen sind da. Aber wir wissen, es wird in den nächsten Turnieren, wenn es weitere Turniere gibt, auf jeden Fall besser werden. Und man sieht ja, das Talent ist da. Vorbei und jetzt aber. Nein, doch. Doch. Wahnsinn. Ein Spieler, ein Weltklasse-Spieler, er hat den Ball angespielt von der Bande weg, damit er auf Glambold trifft und ihn dann reinmacht. Nur um ihn zu entblößen. Er wollte ihm einfach zeigen, wer der Boss ist. Genau. Da zeigt einfach Eier. Wie Oliver Kahn sagen würde, Eier, wir brauchen Eier. Und dieser Mann hat sie. Wo war er, als Oli Kahn Eier brauchte? Die Frage stellen wir uns alle. Das ist die Frage, die hier im Raum steht. Und jetzt hat er nochmal eine Riesenchance. Mit seinen Patzern hier, da wird er noch bestraft. Jetzt nochmal Balu, die Sache. Und da ist er drin. Es wird nochmal spannend in der letzten Minute. Ich krieg mich nicht mehr ein, dieses Spiel. Das verspricht doch noch ein Drama zu werden, liebe Leute. Wir wissen jetzt nicht, wie diese letzte Minute verlaufen wird. Jetzt ist alles wieder drin. Von 5-5 bis 6-4, alles ist drin. Und wir sind gespannt über den weiteren Verlauf. Schöner Anstoß von Balu. Glambold tut aber auch gerade ganz schön schlampen. Ich meine, seine Verteidigung ist echt löchrig. Ja, ich jetzt noch mal Balu.
Oh, so knapp. Da hat Chancen ohne Ende, dieser Mann. Da spielt sie sich aber auch raus. Das kann man nicht anders sagen. Aber jetzt ist der Konter. Und in Kontern, da ist einfach Glambold sieht so aus, oft sehr gut. Ja, okay, da... Aber ich denke, das macht er souverän rein. Ja, hat er souverän gemacht. Balu hatte ihn fast in der letzten Sekunde, sagen ihm die Nerven und dann, ja, dann passiert sowas. Es kann jedem passieren, den besten Spielern kann das passieren. Ja, es sind immerhin auch nur Menschen. Ja. Und es ist auch keine Schande. Er hat sich nochmal rangekämpft, das Spiel sah verloren aus nach dem 5-1. Und er hat sich rangekämpft, es könnte sogar... Oh, ich wollte gerade sagen, es könnte jetzt auch nochmal spannend werden in den letzten 30 Sekunden. Aber dann ging der Ball leider nicht rein. Ich meine, wir reden hier über die zwei Top-Spieler, Balu und Glambold. Das verspricht nur spannende Spiele. Jetzt nochmal rausgespielt, schöne Sache. Von Balu jetzt vielleicht nochmal vor das Ding. Ja, leider vorbeigefahren. Ja, da spielt er jetzt runter. Das sind einfach noch 6 Sekunden, 5, 4. Da wird nichts mehr anbrennen jetzt. Ich kann ihn noch halten, den Ball, aber ich denke, wir haben das Ergebnis hier stehen. Ja. Schöne Spiele. Ich gebe runter zu Hansi Breumann. War ein sehr schönes Spiel. Was sagen zu diesem Spiel? Ja, ich habe alles gegeben, was ich konnte. Glambold, ein sehr starker Gegner, hat mir sehr viel Spaß gemacht, in diesem Spiel mitzuspielen und danke an meinen Gegner. Was sagen Sie zu den verpatzten Chancen, die Sie hatten? Sind Sie darüber traurig oder denken Sie beim nächsten ich Mal? Ich denke, ich bin nicht darüber traurig. Eine verpatzte Chance, die nächste kommt auf jeden Fall. Alles klar, okay. Ein sehr schönes Abschlusswort. Und dann wechseln wir nochmal rüber zum Sieger, Herr Glambold. Was denken Sie, wie wird das restliche Turnier für Sie ausgehen? Also, ich hoffe, es hat mindestens genauso gut auf wie die Spiele jetzt. Dann habe ich gute Karten gemacht zu gewinnen. Und ich sag nur eins, super Fußball, wäre Fußball, immer der richtige Schuss zur richtigen Zeit. Und damit habe ich gewonnen. Ganz grausig. Haben Sie noch Worte an Ihre Fans? Ja, die Fans, die noch hier geblieben sind, obwohl die Tribünen leer sind. Herzlichen Dank, schalten Sie wieder ein. Wir sehen uns im nächsten Match. Haben Sie auch noch Fragen zu Ihren Gegnern? Erst ein Lappen, wir spielen ja. Auf Wiedersehen. Und damit bedanke ich mich für das ehrliche Interview bei Glambold und verabschiede mich bis zum nächsten Spiel. Haut rein!